Jetzt freue ich mich für den zweiten Teil dieses Blocks Matthias Stürmer und Daniel Kettiger hier im Studio begrüßen zu dürfen. Beginnst du, Daniel, oder? Gut, also dann beginne ich auch mit deiner Vorstellung. Daniel Kettiger, er arbeitet eben, auch immer gesagt, unter anderem beim Kompetenzzentrum Public Management der Universität Bern. Und Matthias Stürmer arbeitet an der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit, ebenfalls an der Universität Bern, auch unter anderem, wenn ich das so sagen darf. Und Sie werden uns jetzt das Forschungsprojekt Open Justice versus Privacy zur Verifikation und Anonymisierung von Gerichtsurteilen vorstellen. Bitte. Ja, herzlichen Dank, Urs Paul, sehr geehrte Damen und Herren. Matthias Stürmer und ich, wir freuen uns, Ihnen dieses Forschungsprojekt Open Justice versus Privacy vorstellen zu dürfen. In einem ersten Teil werde ich eine Übersicht geben zum Kontext, dann auch zu Inhalt, Aufbau und Ablauf des Forschungsprojekts. Und der zweite Teil, der ist dann in einem Schwerpunkt der Informatik, also dem Informatikaspekt unseres Projekts gewidmet. Der Kontext, der rechtliche Kontext unseres Forschungsprojekts ist die Justizöffentlichkeit, und zwar in der Justizöffentlichkeit der Aspekt der Urteilsöffentlichkeit. Im Jahr 2016 zur Frage der Urteilsöffentlichkeit geäußert. Und es hat unter anderem, Sie sehen das hier in diesem Auszug ausgeführt, dass neben der eigentlichen Urteilsverkündung, die im Anschluss an eine Gerichtsverhandlung stattfindet, traditionell, oder der Eröffnung durch Postzustellung des Urteils, es eben weitere Formen der Bekanntmachung von Urteilen gibt, unter anderem die Publikation in amtlichen Sammlungen und eben auch die Bekanntgabe oder Publikation über das Internet. Und wesentlich ist, dass das Bundesgericht auch festgehalten hat, dass diese weiteren Formen der Bekanntgabe von Urteilen nicht etwa subsidiär sind, sondern dass sie eben angesichts der Zweckausrichtung der Urteilsöffentlichkeit gleichwertig zur öffentlichen Verkündung von Urteilen zu stehen haben. Dies heißt auch, dass man eigentlich erwarten darf oder erwarten sollte, dass künftig noch mehr Gerichtsurteile im Internet zur Verfügung gestellt werden. Und dies wiederum stellt verschiedene Rechtsfragen, insbesondere dann auch Fragen rechtlicher und technischer Art im Bereich der Anonymisierung von Urteilen. Sie mögen sich erinnern, der Verein eJustice.ch hat seit einigen Jahren ein Leuchtturmprojekt zur Zugänglichkeit kantonaler Urteile laufend. Es gab 2017 eine Befragung bei den kantonalen Gerichten zur Urteilspublikation. Die wurde dann 2018 vorgestellt. Es gab im Jahr 2019 dann auch einen Workshop zur Thematik Anonymisierung von Urteilen. Und ein erweiterter Tagungsband dieses Workshops ist vor wenigen Tagen erschienen, herausgegeben von Professor Daniel Hürlimann und von mir. Und nun schließt faktisch unser Forschungsprojekt eigentlich an diese ganze Thematik an, wenn auch unser Forschungsprojekt gedanklich und konzeptionell ungefähr gleichzeitig entstanden ist wie dieses Leuchtturmprojekt, aber es hat halt mit allen Anträgen, die man da stellen muss, interuniversitär und dann gegenüber des Nationalfonds und bis dann dieses Forschungsprojekt aufgestartet wurde, ein bisschen länger gedauert. Kontextinhaltlich müssen wir davon ausgehen, dass die Anonymisierung von Urteilen an schweizerischen Gerichten heute händisch oder teilautomatisiert erfolgt und überall in Word-Dokumenten erfolgt. Und was auch noch interessant ist, dass eigentlich alle unsere Abklärungen ergeben haben, dass der Aufwand für die Anonymisierung pro Urteil durchschnittlich 45 bis 50 Minuten ist.
Jetzt zu unserem Projekt. Zielsetzungen hat es eigentlich drei. Das eine ist mal die Klärung von rechtlichen und sozialwissenschaftlichen Fragen rund um die Anonymisierung von Urteilen. Das zweite ist das Erstellen eines De-Anonymisierungs- und dann Anonymisierungs- oder Verifizierung-Tools. Und das dritte sind Hilfestellungen für die Gerichte zur Anonymisierung von Urteilen. Das Projekt hat drei Arbeitspakete. Das erste ist das Arbeitspaket Recht. Das läuft bereits. Da wird es eine Dissertation geben zur Publikation von Gerichtsurteilen im Spannungsfeld zwischen Transparenz und Geheimhaltungsinteressen mit einer großen Rechtsvergleichung verbunden. Es wird eine Masterarbeit zur Staatshaftung für fehlende oder mangelnde Anonymisierung geben. Das ist ein neues Thema, das wurde noch nie behandelt. Dann haben wir das Arbeitspaket 2 Informatik. Da sage ich nicht viel dazu, weil Matthias Stürmer jetzt dann gleich sich dazu äußern wird. Wir haben dann ein Arbeitspaket 3 Sozial- und Politikwissenschaften. Das wird erst zu Beginn des nächsten Jahres starten. Dort geht es um Stakeholder-Opinion. Also es geht um die Frage, wie stehen Peer-Groups, zum Beispiel die Anwaltschaft, und wie steht die Bevölkerung zur Anonymisierung von Urteilen? Auch diese Frage wurde unseres Wissens weltweit noch nie erforscht. Also eigentlich wissen wir gar nicht, ob der ganze Anonymisierungsaufwand, den die Gerichte heute betreiben, von breiten Teilen der Bevölkerung überhaupt erwünscht ist. Und das vierte Arbeitspaket umfasst dann Synthese und Implementation. Es wird einen interdisziplinären Synthesebericht geben über die drei ersten Arbeitspakete hinweg. Es wird allenfalls ein Pilotprojekt zum Anonymisierungstool stattfinden und wir werden Wegleitungen zugunsten der Gerichte machen. Wir haben vom Aufbau her ist das ein Teilprojekt des nationalen Forschungsprogramms NFP 77 Digitale Transformation. Träger dieses Teilprojekts ist die Universität Bern und beteiligt sind drei Institute, nämlich das Kompetenzzentrum für Public Management, die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut für Informatik und das Institut für Wirtschaftsinformatik. Wir sind in vielen Bereichen pionierhaft. Bezüglich NLP-basierten Anonymisierungstools sind wir nicht die Einzigen. Sie sehen hier, es gibt in Europa verschiedene andere Players, die auch an solchen NLP-basierten Anonymisierungstools arbeiten, teilweise für die ganze Verwaltung auf EU-Ebene, teilweise spezifisch für die Justiz, wie in Finnland, Frankreich oder Österreich. Und damit sind wir mitten im Thema der Anonymisierungstools und ich gebe das Wort gerne Matthias Stürmer. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einführung. Nach diesem Überblick möchte ich Ihnen jetzt gerne als nächstes einen Einblick geben, wie die technischen Aspekte dieses interdisziplinären Forschungsprojekts aussehen, insbesondere eben dieses Work Package 2, wo es darum geht, zu schauen, wie sicher, wie gut sind die bisherigen Gerichtsurteile schon anonymisiert und was könnte man noch besser tun. Ganz konkret geht es darum, eben Gerichte heute, die veröffentlichen Gerichtsurteile, ganz viele, wie wir gleich sehen werden, und haben entsprechend dort anonymisierte Kennzeichen der einzelnen Parteien. Jetzt, was unser Ziel ist, Sie sehen es da in der Mitte mit diesem Natural Language Processing Methodik, die ich nachher noch kurz erläutern werde, dass wir dort versuchen werden, quasi so wie ethisches Hacking heute versucht, zu schauen, wie sicher ist Bankeninfrastruktur, IT-Infrastruktur, um dann die Infrastruktur besser zu machen. Nach dem gleichen Prinzip wollen wir vorgehen, dass wir quasi prüfen, können wir bereits anonymisierte Gerichtsurteile de-anonymisieren oder reidentifizieren, wie man auch sagt, um dann letztlich zu erkennen, wo müsste etwas besser gemacht werden. Also faktisch ist es das Ziel oder die Hoffnung, dass wir da scheitern in diesem ersten Phase, weil sonst wäre es ja nicht gut, wenn man diese so einfach de-anonymisieren könnte. In der zweiten Phase
werden wir dann schauen, eben, dass wir diese Erkenntnisse, die wir aus der De-Anonymisierung gezogen haben, entsprechend übertragen können in eine bessere Anonymisierung, in eine stärkere Anonymisierung, aber eben auch eine Anonymisierung, die nicht übermäßig alles schwärzt. Und das ist ja genau der Titel von unserem Forschungsprojekt, dass wir einerseits Offenheit haben wollen, Open Justice, es soll transparent, nachvollziehbar sein, warum gewisse Urteile so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Und es soll dennoch die Privatsphäre, den Datenschutz hochhalten. Also das ist faktisch diese Gratwanderung, die wir in diesem Projekt auch vollziehen möchten, dass wir faktisch mit dieser Technologie, mit dieser Methodik, die ich gleich zeigen werde, einen sinnvollen Mittelweg finden möchten, um noch möglichst viel Kontextinformation in den Gerichtsurteilen belassen zu können und dennoch eben, wie gesagt, dort, wo die Juristinnen und die Juristen sagen, dass es nötig ist, die Privatsphäre herstellen zu können. Jetzt, die Idee ist nicht ganz neu. Sie sehen es in einer Publikation im Newsletter 2019 haben Fockinger und Mühlematter gezeigt, dass man eigentlich schon heute mit heutigen Techniken sehr einfach Gerichtsurteile de-anonymisieren könne. Wenn Sie das Paper, die Publikation lesen, ist sehr eindrücklich, wie das alles erläutert ist. Der große Unterschied zu unserem Projekt ist jedoch, dass hier in einem sehr eingegrenzten Bereich, im Bereich der Arzneimittelzulassung, eine De-Anonymisierung stattgefunden hat. Und die Forschenden haben ausschließlich 25 Urteile untersucht und 21 davon de-anonymisieren können, was eine sehr hohe De-Anonymisierung von 84% entspricht. Aber es ist halt eben auch nur eine sehr eingeschränkte, sehr spezifische, spezifische Thematik. Und faktisch konnten sie das machen mit sogenannten regulären Ausdrücken, wo sie ein Linking zwischen den einzelnen Arzneimitteln mit diesen Produkten, mit Nummern und einer Tabelle vom Bundesamt für Gesundheit herstellen konnten und so relativ einfach eine De-Anonymisierung herstellen konnten. Unsere Ambition im Forschungsprojekt NFP 77 ist es nun, nicht nur in einem sehr spezifischen, eingegrenzten Bereich zu prüfen, wie sicher, wie gut ist der Datenschutz in Gerichtsurteilen, sondern dass wir genau eigentlich alle Gerichtsurteile, die heute gefällt werden in der Schweiz, untersuchen möchten. Dazu arbeiten wir zusammen mit dem Verein Entscheidsuche.ch, den Daniel Hürnemann heute Nachmittag noch vorstellen wird im Detail. Wir haben da über eine 500.000 Gerichtsurteile von sämtlichen Gerichten aus der Schweiz erhalten. Es sind in dem Sinn eine große Anzahl von Gerichtsurteilen von den letzten 10, 20 Jahren, ein sehr umfassender Korpus an Gerichtsurteilen. Und mit diesem Korpus arbeiten wir jetzt und versuchen, wie gesagt, eben nicht nur mit regulären Ausdrücken, mit quasi so einfachen Suchbegriffen, sondern mit sehr modernen Natural Language Processing Methoden diese Texte aufzubohren. Jetzt, was ist NLP? NLP, Sie sehen es hier dargestellt, da gibt es verschiedene Arten von Möglichkeiten. Es ist eigentlich eine Wissenschaft aus der Computerlinguistik, eine Mischung zwischen Textverständnis, Linguistik und eben Informatik. Und diese Kombination ist traditionell, gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Das ist nichts Neues per se. Aber in den letzten Jahren wurden da unglaublich große Fortschritte erzielt. Im ganzen Zusammenhang wie Machine Learning, künstliche Intelligenz, in den letzten zehn Jahren vorangeschritten ist, hat insbesondere auch im Bereich NLP hat es große Schritte gegeben. Sie sehen auf dieser Folie vier Beispiele von Tasks, von Aufgabestellungen, die man mit Natural Language Processing umsetzen kann. Das ist mal beispielsweise Named Entity Recognition, also die Erkennung von Eigennamen in Texten, also dass erkannt wird, wo ist eine Person, wo ist eine Organisation, wo ist ein Ort, wo ist ein Datum, wo ist ein Geldbetrag. Dann gibt es Part of Speech Tagging, also zu erkennen, wo in welchem Satz sind die einzelnen Satzbestandteile.
Dann Information Extraction, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Sie sehen eben auch rechts die Unterteilung von verschiedenen Gruppen von Tasks. Eben die Gruppe 1 beinhaltet sehr grundlegende NLP-Techniken, die in dem Sinn noch nicht so anspruchsvoll sind, die relativ viel Handarbeit oder sehr viel Technologie benötigen, aber in dem Sinn noch nicht die Rocket Science darstellen. Sehr spannend wird es dann eben in der Gruppe 2, wo es eben dann um Named Entity Recognition oder eben Information Extraction geht, also Informationsextrahierung aus Texten, dass man erkennen kann, welche Information steckt in einem Text drin. Oder Coreference Resolution, dass man Zusammenhänge in Texten erkennt, wo wird auf was Bezug genommen. Denn die menschliche Sprache ist ja alles andere als trivial. Wenn Sie da einen Text lesen, gerade wenn es etwas anspruchsvollere Literatur ist, kann es doch relativ komplex sein. Und dann in der Gruppe 3, das sind dann die ganz anspruchsvollen Aktivitäten in der LMP-Methodik. Da geht es dann um Übersetzung, automatisierte Übersetzung, so wie Sie es vielleicht von DeepL kennen, oder eine Zusammenfassung schreiben, automatisiert, oder Natural Language Generation, also man will Texte generieren, oder Question-Answering-Systeme, dass sie einen großen Korpus haben und dort Fragen stellen können und ihnen die Maschine eine korrekte Antwort basierend auf diesem Korpus gibt. Also das sind sehr fortgeschrittene Technologien. Wir bewegen uns, wie gesagt, so in der mittleren Kategorie, beispielsweise eben, wie gesagt, Named Entity Recognition. Da gibt es verschiedene Tools, die wir einsetzen. Eines ist eben dieses SPACEY, da kann man sehr einfach in Anführungszeichen Texte analysieren, englischsprachig häufig. Aber wir haben jetzt eben auch begonnen mit Gerichtsurteilsanalyse aus der Schweiz, wo man versucht zu erkennen, welches sind die eigentlichen Eigennamen aus Gerichtstexten und juristischen Texten. Und das ist natürlich eben wichtig. Man muss die Maschine trainieren, eben. Man muss sie supervised learning, man muss ihr zeigen, wo ist ein Eigennamen, wo ist Bundesgericht, Person A, ein Datum, ein Geldbetrag. Und so lernt der Algorithmus immer mehr, welches quasi in bestimmten Arten von Texten die relevanten Bestandteile sind. Auch das ist nicht neu, auch das wurde schon gemacht. Beispielsweise letztes Jahr erschien eine Publikation von Leitner et al., die entsprechend juristische Texte aus Deutschland analysiert haben. Da wurde ganz große Textmengen annotiert. Sie haben insgesamt über 53.000 Annotationen gemacht mit sehr spezifischen juristischen Fachbegriffen. Und das zeigt eben diese Thematik rund um Legal Tech mit Gerichtsurteilen ist entsprechend auch relativ en vogue momentan. Was wir jetzt als nächstes dran sind, ist mit ganz neuartigen NLP-Technologien, sogenannten Transformer-Modellen, die Analyse von so Texten noch weiter voranzutreiben. Dazu setzen wir beispielsweise BERT ein. BERT ist ein Bidirectional Encoded Representations from Transformers, ist eine Technologie von Google, die Sie quasi bei Google täglich nutzen, wenn Sie die Suchmaschine anwenden. Und die erkennt dann eben aus riesigen Textmengen, welche sind entsprechende relevante Begriffe und kann das eben auch matchen, dass eben die Semantik der Texte erkannt werden kann. Und das geht dann eben auch mit sehr cleveren Methoden, dass man so über ein Pre-Training, das sehr kostenintensiv, sehr rechenintensiv ist, einmal machen muss und nachher kann man mit Feintuning sehr spezifische Transfer-Learning-Aktivitäten durchführen. Das Ziel letztlich bei uns ist es ja, aus den Gerichtsurteilen zu erkennen, welche Information ist enthalten, auch wenn jetzt eine Partei da entsprechend anonymisiert ist. Und da ist es letztlich unser Ziel, einen sogenannten Wissensgraph, einen Knowledge Graph zu bilden, um zu erkennen, welche Information steckt in einem Urteil, wie ist es miteinander verknüpft. Wenn wir das schaffen, dann letztlich ist es möglich, letztlich zu erkennen, welche peripheren Informationen lassen eben eine Identifikation der Parteien zu. Das ist eben auch in dem Sinn State of the Art, was da in der ganzen Bereich NLP geforscht wird. Sie sehen eine Publikation von Logan et al. Darin wurde exakt eigentlich dieses
Ziel demonstriert, das aus einem Text entsprechend erkannt wird, automatisiert. Was sind die Informationen in diesem Text und wie steht es miteinander in Beziehung? Und es wird sogar noch gematcht, verknüpft mit bestehenden Wissensdatenbanken, in diesem Fall Wikidata. Und so kann man entsprechend eben Informationsextraktion umsetzen, in unserem Fall eben dann bei Gerichtsurteilen, um zu erkennen, welche Zusatzinformation sich in den Gerichtsurteilen befindet. Wir sind, wie gesagt, noch ganz am Anfang am Forschungsprojekt. Deshalb, wie gesagt, sind wir da auch noch am Ausprobieren. Gerade in der Informatik hat es sehr viel mit Trial and Error zu tun. Und wir sind jetzt, wie gesagt, momentan daran, diesen Korpus, diesen Schweizer Gerichtsurteilskorpus aufzubauen und zu analysieren und zu schauen, wie weit kommen wir mit dieser Named Entity Recognition mittels BERT beispielsweise. Können wir so einen Knowledge Graph aufbauen? Und dann haben wir parallel dazu über Mediendatenbanken große Zusatzinformationen, die wir extrahieren wollen, um dann letztlich einen dritten Schritt, eine Verknüpfung herstellen zu können zwischen den strukturierten Informationen aus den Gerichtsurteilen und strukturierten Informationen aus den gecrawlten Daten, die es zusätzlich gibt. Um dann letztlich zu zeigen, lassen sich solche Informationen aus den Gerichtsurteilen herausziehen und gibt es da Verknüpfungsmöglichkeiten? Wie gesagt, die Hoffnung ist, dass wir scheitern, dass eben nicht allzu viele Gerichtsurteile sich de-anonymisieren lassen. Aber genau das ist ja auch die Aufgabe von diesem Projekt, herauszufinden, was ist genau jetzt möglich mit neuester künstlicher Intelligenz faktisch. Ist das eine Gefahr für die De-Anonymisierung, für den Datenschutz oder können Gerichte weiterhin getrost so publizieren, wie es jetzt ist? Und wo gibt es eben Lerneffekte aus dieser ganzen Thematik heraus? So, nun haben wir noch, glaube ich, einige Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum und ich übergebe wieder dir, Urs. Vielen Dank, Matthias Stürmer und Daniel Kettiger. Eine Frage, die wurde fast wieder zurückgezogen, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal stellen. Oder? In der EU ist ja die Anonymisierung von Urteilen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Top-Thema. Und ich habe nur gesagt, dass ihr entsprechende Projekte zumindest zur Kenntnis nehmt, oder? Also ist da mehr angedacht, dass es eine Zusammenarbeit gibt? Oder schaut man einfach, was rund um die Schweiz in diesem Bereich passiert? Ja, also wie Daniel Kettiger gezeigt hat, sind wir in Kontakt mit verschiedenen Projekten auf EU-Ebene. Fakt ist halt, dass wir in der Schweiz, gerade mit den Gerichtstexten aus der Schweiz, einerseits deutschsprachig, aber auch noch französischsprachige haben, dass eben jede Sprache, jedes auch Land nicht eine gewisse Individualität hat. Und gerade wenn wir jetzt eben versuchen, mit NLP-Technologien, die auf großen Textmengen basieren, diese Forschung voranzutreiben, da bleibt uns nichts anderes übrig, als eben mit Schweizer Gerichtsurteilen zu arbeiten. Also wir sind gezwungen, das letztlich die Arbeit selber zu tun, auch wenn wir zusammenarbeiten mit anderen Forschungsgruppen. Was sicher spannend ist, eben mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in der Schweiz das auch schon machen. Da gibt es auch verschiedene Gruppierungen, Firmen, Unternehmen. Und das ist interessant, ob man bestimmte Ressourcen auch teilen könnte, Erkenntnisse austauschen. Was unseres Erachtens noch nicht passiert ist, dass wirklich jemand sich zur De-Anonymisierung sich gross in diesem Umfang Gedanken macht. Da sind es unseres Wissens noch nicht so viele Forschungsprojekte unterwegs. Die nächste Frage. Im Vortrag wurde erwähnt, dass eine Anonymisierung im Schnitt also knapp eine Stunde, also 50 Minuten dauert. Es war ja auch interessant, in diesem Workshop, oder wo man zum Teil in der Umfrage gesehen hat, dass Leute, die manuell anonymisieren, schneller sind, als wenn sie das mit einer Software oder einer Maschine machen. Aber jetzt die Frage ist,
Also wie könnte ein Labeling oder ein Transfer Learning jetzt hier abschneiden oder das noch also die Zeit verbessern eigentlich? Ja, wir sind Forscher und nicht Propheten. Insofern ist es sehr schwierig, jetzt eine Prognose zu machen. Aber das Ziel muss natürlich ganz klar sein, oder dass vollautomatisierte Anonymisierungstools, die eben auf NLP-Basis, auf KI-Basis arbeiten, wesentlich rascher sind in der Arbeit der Anonymisierung. Und wir sind auch daran, dann ein Tool zur Verfügung zu stellen, letztendlich, wenn alles gelingt, dass eine Verifizierung der Anonymisierung vornehmen kann. Also wo man einen anonymisierten Text sozusagen noch einmal durch die Maschine lässt und die macht dann eine Überprüfung, ob nicht irgendein Fehler vorliegt. Aber das Ziel ist ganz klar, ein wesentlicher Zeitgewinn. Ich kann jetzt nicht Minuten oder so nennen. Man muss bei allen Informatikanwendungen in diesem Bereich immer auch wissen, dass die Geschwindigkeit eine Frage der Leistungsfähigkeit der Rechner ist, die man einsetzt. Und wenn dann natürlich so ein Tool auf irgendeinem Schwachstrom-Notebook eingesetzt wird, dann wird es vielleicht auch eine Stunde dauern, aber man kann dann Kaffee trinken gehen oder eine andere Arbeit machen. Ja, und dann ist natürlich auch so auch die Frage, wie gut ist der Text geschrieben, also in dem Sinn für die Anonymisierung vorbereitet, oder? Also wenn man von Anfang an nur von Beklagten oder Klägerinnen oder Kläger spricht, dann braucht es auch weniger zu anonymisieren, als wenn man immer die vollen Namen nennt. Die nächste Frage. Die Gefahr bei der automatischen Anonymisierung liegt ja darin, dass eventuell zu viele Informationen anonymisiert werden, die aber für das inhaltliche Verständnis der Entscheidung wesentlich sind. Wahrscheinlich muss man eine automatisch anonymisierte Entscheidung immer noch händisch überprüfen. Sehen Sie das auch so? Auch das wird die Erfahrung zeigen. Also man hört das immer wieder, man vernimmt das auch aus anderen Projekten, insbesondere dort, wo heute so teilautomatisierte Anonymisierungen stattfinden, die einfach Wörter anonymisieren, die vorher in einem Thesaurus eingegeben wurden oder so in einem Repositorium zur Verfügung stellen. Und da ist die Gefahr dann, dass zu viel weganonymisiert wird. Das ist sicher eine große Herausforderung. Ziel wäre eigentlich, dass es keine händische Überprüfung mehr braucht. Ich habe so ein bisschen die Vorahnung, dass es gelingen wird, sagen wir, dort, wo man große Mengen hat, Strafurteile, gewisse Arten von Zivilurteilen, gewisse Arten von verwaltungsrechtlichen Urteilen, Bausachen und so, weitestgehend perfekt automatisch zu anonymisieren und dass dort, wo man in spezifische Rechtsgebiete hineinkommt, dann vielleicht mehr auch noch händisch drüber schauen muss. Und dann gibt es natürlich Bereiche, oder wo mit jeder Anonymisierung eigentlich völlig das Urteil nicht mehr verwendbar ist. Also wenn Sie im Markenrecht oder eine klassische Markenrechtsstreitigkeit alles inklusive der Marke anonymisieren, oder dann ist das einfach noch Bahnhof. Also dann können Sie den Text auch gleich sein lassen, weil die Essenz gar nicht mehr erkennbar ist. Ja, das ist genauso. Also, falls ich vielleicht aus der technischen Seite noch anfügen kann, ich stelle es mir so vor, letztlich, dass wir eine Art einen Regler haben, oder? Wo man letztlich sagen kann, von gar nicht anonymisiert zu sehr streng und sehr vollständig anonymisiert. Und dass sich dann ein Gericht entscheiden muss, ja, was ist genau quasi eine gute, sinnvolle Anonymisierung, dass man eben genau einen Kontext versteht und der Datenschutz nicht beeinträchtigt, dass man letztlich dann über diesen Regler erkennt, wenn ich noch etwas mehr anonymisiere, dann fällt zwar dieser und dieser Begriff raus, dafür ist das und das, diese Information auch weg. Also das heißt entsprechend, je mehr man dann auf die eine Seite geht, auf die Anonymisierungsseite, umso weniger Information ist vorhanden und umso mehr man auf der Transparenzseite ist, umso mehr ist da und dass man entsprechend auch informiert wird über das Tool, wenn das dann einmal entsteht,
Was sind genau die Zusatzinformationen, die eben noch aus dem Gerichtsurteil herausgelesen werden können? Also letztlich, dass es dann auch für jemanden, der jetzt wenig oder gar kein juristisches Wissen hat, sich dann eigentlich dieses Level an Anonymisierung selber einstellen kann. Gut, vielen Dank. Also das bietet sicher Gelegenheit, im anschließenden Workshop genau solche Feinheiten weiter zu diskutieren. Vielen Dank, Daniel Kettiger. Vielen Dank. Es geht jetzt eben, wie gesagt, in den Workshop-Räumen weiter bis etwa 12 Uhr und dann ist Mittagspause. Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, können Sie vielleicht einmal in die Lounge gehen und sich mit WonderMe treffen. Und hier geht es dann weiter um 13 Uhr. Und wie gesagt, das jetzige Referat wird weiter diskutiert im Workshop Raum 1 und im Workshop Raum 2 treffen wir uns jetzt dann noch einmal mit Jacques Bühler zum Thema, zum Projekt Justitia 4.0. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen dann guten Appetit und ich freue mich, Sie dann um 13 Uhr hier im Stream wieder begrüßen zu dürfen.